Technik zu diesem Stück, Opus 28, D-Dur-Sonate von Beethoven. In einem der anderen Gespräche habe ich das Zitat erwähnt von Liszt: Für Beethoven braucht es mehr Technik, als dazugehört. Also eigentlich ein Paradoxon, was aber jeder doch versteht, der Beethoven spielt, weil sehr oft geht eigentlich alles doch relativ leicht von der Hand und dann plötzlich kommt irgendwas, was fast unmöglich ist. Und wie schaut das da für Sie aus bei dieser Sonate? Würden Sie sagen, das ist eine leichte Sonate? Würden Sie sagen, es ist eine schwere? Wie sehen Sie das jetzt vom Stand der Technik her? Ich finde es eigentlich definitiv nicht die schwerste Sonate unter den allen 32. Aber mir persönlich ist es sehr schwierig, am Ende des vierten Satzes, dass man schon ein bisschen müde ist und noch so schnell laufen muss. Ja. Und springen auch. Ja. Und interessanterweise in dieser letzten Seite, ich glaube, da gibt es die meisten Fingersatzbezeichnungen von Beethoven überhaupt. Weil auf einer Seite sind doch eine ganze Menge Hinweise. Wir haben das ja schon einmal diskutiert. Was kann man damit anfangen? Also zum Beispiel hier in Takt 195, da gibt es ein D2 und dann sollte man eigentlich nach Beethoven auf Fis den dritten Finger nehmen, was doch eine ziemliche Spannung eigentlich ist. Ist das auf dem Hammerklavier einfacher? Könnte man sich das da vorstellen? Ich könnte mir das schon vorstellen, weil an meinem Hammelflügel ist es möglich, also nicht immer, aber möglich, manchmal so, dass die Tasten schmaler sind und Tastentiefe ist geringer. Mhm. Und dann hat man einfach das Gefühl, dass die Finger schneller laufen können. Mhm. Und man muss hier so tief runterdrücken. Mhm. Und wenn das zum Beispiel flacher ist, dann braucht man nicht so viel Kraft, das Ganze runterzudrücken. Und dann hat man das Gefühl, dass der Abstand nicht so weit ist. Und Fis D3 mit 3 und 5 zu spielen, ist natürlich dann auf dem Hammerklaviersonat nicht möglich. Ja, bei mir übrigens auch fast nicht. Und was würden Sie sagen, wenn man so etwas einstudiert? Also man sollte zumindest probieren, was der Beethoven geschrieben hat. Und weil interessanterweise sieht man ja doch, dass er sich da auch ein bisschen Gedanken gemacht hat. Vielleicht hat er auch gewusst, dass es da schwer ist und dass man schon ein bisschen müde ist und wollte doch eine Hilfe geben. Wobei ihn das ja sonst eigentlich normalerweise nicht so sehr gekümmert hat. Ja. Aber wahrscheinlich sollte man das doch sehr aufmerksam anschauen und dann eventuell auch andere Entscheidungen treffen, die ja zum Beispiel hier im drittletzten Takt auch, übrigens von Beethoven selber gibt es Alternativen. Interessanterweise im Takt 206, 207, da hat er einen Daumen auf einer schwarzen Taste als ersten Vorschlag. Und im Grunde genommen eigentlich die gebrochenen Akkorde in D-Dur immer in dieser Position mit dem Daumen. Wäre übrigens auch ein Beweis dafür, dass man im Gegensatz zur Ästhetik des 19. Jahrhunderts doch auch den Daumen auf schwarzen Tasten ausgiebig nutzen darf. Also das würde ich mir doch immer in einen Memory-Bereich aufheben, dass wenn jemand kommt und sagt, du darfst das nicht machen mit dem Daumen, kann man sagen, doch, der Beethoven hat das gemacht. Aber er hat dann auch eine Alternative geschrieben, um das zu umgehen. Also da ist dann einfach der zweite Finger auf dem Fis und dann kommt der Daumen. Vielleicht hat er dann an die Pädagogen des späten 19. Jahrhunderts gedacht. Die anderen Sätze, also was ist zum Beispiel mit diesen
Staccato-Oktaven oder Non-Legato-Oktaven. Empfinden Sie das als schwer? Muss man das extra üben oder geht das so? Meinen Sie die Stelle? Die Stelle im zweiten Satz. Im dritten Satz, Entschuldigung, im Trio. Im Trio. Ja, ich habe das tatsächlich extra geübt, weil es ist in sich nicht so schwer, aber das Tempo ist unglaublich schnell. Und man muss mental gut wechseln und mit Muskel auch von diesem Schluss. Das ist total andere Bewegung als das ist flächlicher, wenn ich so beschreiben darf. Ja. Würden Sie sagen, man sollte zum Beispiel solche Oktaven dann eben auch in Tonleitern üben, dass man also sowas übt oder verschiedene Figuren rechts und links? Ich habe manchmal mit unterschiedlichen Tonarten geübt. Ich versuche hier zu zeigen, also das Original fängt so an. Und dann kann man zum Beispiel danach kann man sehr, sehr sicher spielen. Ja, das ist eigentlich so ein bisschen so, wie man zum Beispiel beim Schwimmen im Sport, ich habe das nicht gesehen, aber ich habe das mal gehört, dass sich manche Schwimmer dann einen Rucksack aufsetzen mit einem schweren Gewicht, um hinterher ohne diesen Rucksack dann viel leichter schwimmen zu können. Ja. Und so, wenn Sie das transponieren, ist natürlich eine zusätzliche Schwierigkeit und im Kopf muss man sich auch darauf konzentrieren. Das heißt, die technische Schwierigkeit funktioniert dann vielleicht selbstverständlicher. Und offensichtlich haben Sie ja diese Erfahrung auch gemacht. Und lohnt es sich, durch alle 12 Tonarten das zu machen? Ich habe nie durch alle 12. Aber ja. Also wenn man, oder wenn ich Halbton Höhe, Halbton tiefer gemacht habe, dann hilft das schon sehr viel. Ja. Und natürlich, je länger das man macht, umso besser wird es. Ja, genau. Ja. Also es gibt für diese Dinge kein Geheimnis, sondern man muss es wirklich üben. Und wie ist es im ersten Satz bei dieser Stelle? Ja. Lohnt sich das auch? Das habe ich nicht gemacht, aber ich glaube, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es auch hilft, sehr hilfreich wäre. Ja. Ich habe beim Spielen immer gedacht, dass ich die Eins oder beziehungsweise auf dem Schlag die Finger so motorisch zusammen tue. So. Ja. Weil später kommt die Schwierigkeit an dieser Stelle für mich ist, zuerst kommt das parallel und die Hände wollen immer. Wir wollen in Gegenbewegung das machen. Ja. Also musikalisch ist Gegenbewegung, aber motorisch gesehen, diese Bewegung ist eher synchron als diese Bewegung. Ja. Sollte man das in verschiedenen Dynamiken üben? Also dass man zum Beispiel und dann vielleicht auch versucht, einen Punkt zu erreichen, wo man fast gar nicht mehr anschlägt, sondern wo man das Gefühl hat, die Tasten spielen mit den eigenen Fingern? Das hilft sehr, ja. Also verschiedene Dynamiken auch ausprobieren, auch übertreiben natürlich. Oberstimme viel stärker, als man das nachher dann auch machen würde. Ja. Ich habe auch mal mit, statt Duolen, mit Triolen gespielt. Statt. Ja. So. Dass man übt,
zu kontrollieren. Den Rhythmus zu kontrollieren, ja, weil man ja auch eine bestimmte Anzahl spielen muss. Ja. Sonst hätte man vielleicht ja so ein Tremolo. Also was. Anfang von Isoldens Liebestod. Übrigens auch eine schöne Händler-Ausgabe, wo Liszt ja schreibt, so viele Noten wie möglich und so viel so leise wie möglich. Was einfacher ist als das, was da steht, wo es bei Beethoven eben rhythmisiert ist. Ja. Und vielleicht noch eine Frage zu den Akkorden. Dort auch, also kurz geübt, auch mit Pedal geübt, in verschiedenen Dynamiken? Hier ist es mir wichtig, dass ich ganz, ganz bewusst und genau weiß, wie lang, wie ich das artikuliere. Also wie lang der jeweilige Akkord ist. Und wie lang soll er sein? Zum Beispiel, man kann so spielen, oder? Ich glaube, es geht eher um Interpretation. Ja, und ja, je nach Art und Weise, wie man spielen will, wie man das haben will, muss man technisch ganz anders ansetzen. Ja. Ja. Und vielleicht auch je nachdem, was man sich für ein Instrument da vorstellt. Genau. Es käme auf Bläser an oder wenn es Streicher wären. Bei dieser Stelle, die Sie vorhin gezeigt haben, die dann ähnlich bei Mendelssohn auch kommt. Also ist das ein Staccato? Übt man das so aus dem Handgelenk? Übt man das aus dem Unterarm? Soll das Staccato aus den Fingern sein? Ich spiele eher aus den Fingern. Können Sie das zeigen? Ja, also eher gedacht non legato als jetzt explizit ein Staccato, wie es bei Mendelssohn dann steht. Ja. Und lohnt sich das, diese Anschlagsarten auch zum Beispiel in Tonleitern oder Arpeggien zu übertragen beim Üben? Das habe ich hier nicht gemacht. Sowas? Oder eben. Ich finde, beim Tonleiter überhaupt kann man sehr, sehr viel üben und lernen. Und das mit dieser Art, mit Artikulationen kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Weil ein Tonleiter ist ein Formell, sozusagen. Und eine Formel, ja. Ja, eine Formel, ja. Und damit kann man natürlich die verschiedensten Möglichkeiten ausprobieren. Man muss nicht so viel über die Musik denken. Was irgendwie komisch klingt, aber manchmal, man muss sich ja auch mit den Mitteln beschäftigen, um die Musik, die man dann machen will, auch machen zu können. Ja. Und auf jeden Fall, es gibt hier sicherlich in der Sonate so einige Probleme. Und am Schluss gibt es nochmal so einen Aufstieg zum Mount Everest oder Fujiyama oder zum Großglockner, je nachdem, was man sich vorstellt. Aber letztlich ist das doch mit Üben und einer gewissen Aufmerksamkeit auch gut zu schaffen. Ja. Sowohl am normalen Klavier als auch am Hammerklavier. Genau. Also ich glaube, das geht an allen Instrumenten. Gut. Ja. Und jetzt haben wir Sie natürlich auf dem normalen Klavier gehört, aber vielleicht werden wir Sie dann demnächst damit auch einmal am Hammerklavier hören. Sehr gerne. Darauf freuen wir uns. Danke. Danke auch.